Ich grüße Sie, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Live Trading TV am Freitag, 18.09. 10:15 Uhr nach der Fed. Wir hatten vorhin bereits den Euro gegenüber dem britischen Pfund ja mal in die Beschau genommen. Der Goldpreis auch gestern hier mit einer starken Bewegung. Das schauen wir uns mal hier im M15 an. Hier zur Fed-Zinsverschiebung in Anführungszeichen hier mit einem starken Aufwärtsmove von 15 Dollar schoss der Preis dann erstmal rund nach oben, sehr starke Bewegung, das Rainbow Momentum ohnehin schon wieder konstruktiv positiv. Wir sehen hier im Stundenchartintervall, dass der Rainbow unlängst mit dem Eingang in den September hier negativ auffächerte. Wissen Sie alle, der Goldpreis setzte sukzessive zurück und jetzt aber unlängst, gerade auch durch den gestrigen Move der Fed, sehen wir hier auf H1 ein Rainbow Spin sozusagen. Das heißt, das negative Momentum wandelt sich aktuell in ein positives oder versucht sich zumindest daran. Gleiches sehen wir im H4. Also auch hier werden die Rainbow-Strukturen sozusagen zusammengefächert und es könnte sich ein positiver Spin ergeben. Wie sieht es allerdings jetzt heute hier intraday aus? Warum mit Ausbruchsambitionen? Weil der Goldpreis aktuell gerade mal 4,65 Dollar sich bewegt hat. Das ist deutlich unterdurchschnittlich bislang. Auch die Asia-Range, da bewegen wir uns aktuell genau drin in dieser kleinen Handelsspanne. Der Goldpreis aber dennoch mit im Schnitt rund 12 bis 14 Dollar im Groben. Und auf Sicht der letzten 14 Handelstage sind es knapp 11,40 Dollar. Also keine große Hausnummer, was bislang gelaufen ist. Grundsätzlich hier noch mindestens das doppelte Potenzial. Und wir haben hier das Vortageshoch als mögliches Ziel. Auf der unserer Seite stützt das Pivot-Level und auch hier dieser Unterbereich der Asia-Range. Das heißt, wenn der Goldpreis sich jetzt wieder ein Stück weit aufmacht, nach oben anzusteigen, und das wäre eben mit einem neuen Tageshoch der Fall, wenn wir hier deutlich über 132,40 gehen würden, 45,50, dann haben wir hier einige Dollars an Aufwärtspotenzial. Das reicht dann in die Region 6,70 Dollar plus. Wenn wir eben ein neues Tageshoch markieren und diesen positiven Rainbow hier auf 15-Minuten-Basis, denn hier ist er bereits positiv aufgefächert. Das muss ich natürlich im Sinne der fraktalen Struktur von unten nach oben oder von oben nach unten vielmehr dann durchreihen. Wir sehen jetzt hier aber, dass die kleineren Timeframes hier schon positiv eindrehen. Der Goldpreis jüngst hier kein neues Hoch markieren konnte, aber wenn es eben zum Ausbruch kommt, dann sieht es durchaus interessant aus und dann könnte sich hier eben kurzfristig weiteres Potenzial auftun. Warum auch das so interessant scheint, zeige ich Ihnen auch nochmal in der Wochentagsstatistik. Hier der Goldpreis nämlich am Freitag im Overall View und auch mit der 52-Wochen-Tendenz ganz klar sehr, sehr bullisch unterwegs. Also der Freitag ist für den Goldpreis ein sehr positiver Tag, sowohl im großen langfristigen Bild sehr klar, aber auch hier mit der 52-Wochen-Tendenz im Vergleich zu den restlichen Tagen. 53% ist jetzt nicht der Hammerwert, aber im Vergleich zu den anderen Tagen, die hier deutlich unter 50 liegen, ist der Freitag durchaus positiv angehaucht. Und ja, mit dem positiven Momentum im M15 könnte sich auch durch diesen statistischen Rückenwind hier durchaus Potenzial auf der Oberseite entfalten. Gerade eben, wenn es hier der Opening Price liegt bei 132,24, wenn es darüber geht und eben neues Tageshoch gibt, dann im Sinne der Rainbow-Struktur durchaus weiter anziehende Preise möglich. Ich will es nicht ausschließen, deswegen Obacht geben. Faktisch aber immer Plan B, man braucht das natürlich für die Verwendung von Stop-Levels, aber auch natürlich für die Möglichkeit hier einen Ausbruch nach unten zu traden, denn wenn es hier unter das Vorwochenhoch nochmal zurückgeht, 1126,71, dann sind wir natürlich auch deutlicher unter dem Pivot Point, dann kann es hier sehr gut in Richtung Average True Range Low bei 1120,60 rund gehen, Schrägstrich im Ausdehnungsfall bei starkem Momentum, dann sogar vielleicht bis zum Vortagestief. Da liegt nämlich auch das Support Level 2 anhand der Fibonacci-Projektion der heutigen Pivot Points. Eine ganz interessante Geschichte. Also insofern lassen Sie sich mal überraschen, was da geht. Goldpreis in jedem Fall mit Ausbruchsambition präferiert tendenziell eher gen Norden. Doch natürlich, wenn wir ein neues Tagestief machen, erlaubt die Range auch einen saftigen Rückgang nach unten. Insofern geben Sie einfach mal Obacht, was der Goldpreis hier noch innerhalb der Asia-Range macht. Im Idealfall bricht er eben aus. Im Worst Case pendeln wir hier seitwärts her, um lethargisch dann aus dem Handel zu gehen. Ich kann es mir allerdings nicht vorstellen. Insofern hoffen wir mal, dass heute noch was passiert. Gut, das wäre es jetzt schon in aller Kürze und Würze gewesen für den Goldpreis zur Betrachtung. Ich wünsche Ihnen ein glückliches Händchen beim Anlegen und wenn Sie mögen, hören wir uns natürlich später auch nochmal wieder. Ich sage erstmal bis dahin beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.